lang stirbt man nicht, aber. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil. Ja, wir machen heute weiter. Wir haben letztens das Windsymbol bekommen. Durch das Rätsel mit dem Angelköder. Werden wir, glaube ich, erstmal verstauen, weil das werden wir nicht brauchen. Erstmal. Denke ich. Aber soweit ich weiß, nehmen wir die mal mit. Okay. Gucken, wie weit wir heute kommen. Was wollten wir denn machen? Ich glaube, eine Höhe war das. Okay. Nee, da kommen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die andere Seite des Gebäudes. Servus. Ach ja, stressiger Arbeitstag. Hat auch gerade ein paar technische Probleme mit dem Spiel. Was heißt mit dem Spiel? Mit meinem Aufnahmeprogramm. Konnte das Bild auf einmal nicht mehr sehen. Ich hoffe, das passt so, das Bild. Jetzt, wenn es nicht stimmt, irgendwie, irgendwelche Unstimmigkeiten, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Damit ich weiß, dass ich das ändern kann. Ah, wo bist du, Kollege? Auf der anderen Seite. Welche Tür muss ich nochmal nehmen? Tür Nummer 2. Ja, wie gesagt, wenn was nicht stimmt mit dem Bild oder so, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das weiß, damit ich das nochmal ändern kann. Ich habe jetzt nur so gemacht, eben, dass ich das aufnehmen kann. Ach, geht ja nicht. Wie kommen wir denn da hin? Mal. Gucken, eigentlich müssten nicht mehr so viele Türen sein mit dem. Ein Helmsymbol. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt etwas verwirrt, Leute. Überhaupt nicht mehr, was ich gerade machen soll. Ihr bleibt mal schön da, wo ihr seid. Böse Überraschung jetzt hinter der Tür oder nicht? Okay, irgendwo ist noch eine Tür. Das sieht doch aus wie Schloss Neuschwanstein, oder nicht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Eine hölzerne Theke. Sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Interessiert mich nicht. Ich will die Zappen oder was das da sind. Hä? Entschuldigung.
Ah. Notenblatt mitnehmen. Natürlich nehmen wir. Nehme ich noch irgendwas anderes? Irgendwas ist hier noch. Hier sind wir reingekommen. Muss da noch irgendwo was sein, oder? Ja gut, dann. Weiß ich schon, was wir jetzt, glaube ich, machen müssen. Falsche Taste. Einmal Safe Room, Farbbänder ablegen und ein Notenblatt kombinieren. Oh. Dum, dum, dum. Ich sah, bis jetzt ist es eigentlich ziemlich ruhig geblieben. Prüfen. Notenblatt. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Okay. Ich bin gespannt, wann der Kollege da wieder aufsteht. Rappel am Fenster. Ein kostspieliger Flügel. Wartet mal. Ich glaub, so war das. Ja, genau. Me, Chris. You okay? Yes, I'm okay. Can't grieve forever. This is the Moonlight Sonata. Can you play? Völlig falsch. Was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Schön.
aber jetzt machen. Moment, jetzt. Die Diamanten! Oder was ist das? Ein Rubin oder ein Saphir? Hallöchen. Blauen Edelstein natürlich. Mal, wie war das jetzt? Die Tür und dann da. Was hast du Feines für mich? Schrotflintenmunition. Die nehmen wir doch gerne mit. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Bis Rebecca mit Üben fertig ist. Ich habe mich neun an mein Großer, als wir das gespielt haben, hat immer so gemacht. Er ist speichern gegangen und dann wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in Ordnung ist. Müsste eigentlich auch reichen von der Zeit her. Also raus und wieder rein in den Raum, das reicht nicht. Voll gegen die Wand gerannt. Komm, kann ich die nicht. Rebecca übt am Klavier, okay. Ja, dann müssen wir noch eben was anderes machen. Da geht's runter. Wieder voll vor die Wand. Wir gucken mal, ob wir noch unten irgendwelche Türen öffnen können. Ich glaube, durch den Tod von Richard, weil ich so spät gekommen bin, habe ich jetzt das nicht mehr, weil normalerweise wartet Rebecca immer im Safe Room auf einen und kann deine Wunden heilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht oder ob das jetzt durch den Tod von Richard nicht mehr dabei ist. Schon mal sehr gut, dass ich die Hunde hier nicht getriggert habe. Normalerweise kommen da Hunde durch. Oh, falsche Taste. Wir haben halt einen Schlüssel verbinden müssen. Hier müssen wir uns ein wenig beeilen. Wegen dem. Und wegen den. Oh, hier liegt so viel Heilung. Hier gehen wir später nochmal hin. Wir wissen, dass jetzt hier Heilung liegt. Die springen nämlich irgendwann über den Zaun. Und dann, ja,
Hast du ein Problem? Ach, den lassen wir mal links liegen. Bitte, jetzt passiert was ganz, ganz Schlimmes. Sag ich doch. Ah, ohne mich. Das konnte mich jetzt nicht erschrecken. Darauf habe ich gewartet. Und zum Glück muss ich da eigentlich... nicht mehr lang. Doch, da kann ich übers zweite OG kommen. Okay, okay, okay. Der geht eigentlich immer heimlich hier hin und schiebt das Ding hier wieder zurück. Naja. Der ist ganz schön mutig. Und jetzt gehen wir noch eben zu Rebecca. Erstmal. Wir müssen, glaube ich, erstmal Platz machen. Also müssen wir, glaube ich, in den Safe ein bisschen was ablegen. Den Pflanzendünger, den behalten wir mal. Das kann ich mal eben prüfen. Ich weiß nicht, nach welchem. Prüfen. Chemikalie. Ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Unkrautvernichter. Okay. Damit können wir in einem bestimmten Raum, wo die Pflanze lebt, an Heilung kommen. Hört sich schon besser an. Aber da habe ich keine Zeit für. Bin ich jetzt hier richtig? Falsch gelaufen. Verdammt. Ich mir nie die Karte einprägen kann. Mal diese Lauferei, aber das ist Resident Evil. Den tun wir auch erstmal weg, denke ich. Den brauchen wir, glaube ich, auch erstmal. Schon lange keine Munition mehr gefunden, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich habe auch viel verpasst, was ich eigentlich noch neu absuchen müsste. Machen wir das jetzt noch eben. Ich denke, das sollte jetzt echt von der Zeit her reichen. Chris! Chris! I think I got it! Hallo. This makes perfect. What's this? What's this? Ein Raum. Ah, ja, jetzt können wir das Dingsrätsel machen. Oh nein.
Ach nein. Oh nein, oh nein. Ich weiß, was wir falsch gemacht haben. Haha. Was haben wir denn hier? Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesen Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mal und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und dann ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur Sir Spencer Bescheid, aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Oh, 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren, mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht alles viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich kurz vor meiner Ohnmacht. Sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon, ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen, Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Ja. So. Das müssen wir nochmal anders machen, aber Folge ist schon vorbei. Ja. Nachdenklich sie dasteht. Ja, wie ist dann beim nächsten Mal? Machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Weiß aber, was ich jetzt machen muss. Okidoki, ich sag dann mal noch einen angenehmen Tag und tschaußen.